Die europäische Wahlkampagne als Luschabell eine Woche am Gängen. Es möchte uns viel Freude, auch auf die Wahlversammlung zu kommen, um dir über diese Hygiene zu schwätzen. Aber ich stelle fest, dass wir an dieser Wahlkampagne, wie vielleicht schon an der Wahlkampagne für Drun, relativ viel Polemik auch gegen die DDR erleben. Wir haben den Eindruck, dass das vielleicht auch DAX ist, weil andere Parteien ein bisschen auflenken wollen von dem, was sie selber an Europa proposieren, weil das extrem wichtig ist für uns, letztes Mal ja für die ökonomische Zukunft auch von unserem Land. Und da finde ich es manchmal also interessant, auch mal ein bisschen auf das anzugehen, was als Kollegen von anderen Parteien ihr proposieren. Ich will heute vielleicht zwei Beispiele nennen aus dem Grünen Wahlprogramm. Das ist zum Beispiel eine Idee, die euch steuert, weil ihr wisst, dass der DDR sich für die Meinungsfreiheit engagiert und skeptisch ist, wenn so Begriffe wie Hate Speech oder Fake News angeht. Wenn man meinen, dass die ganz divers können interpretiert gehen und sich darauf rauslaufen, für die Möglichkeiten von den Leuten anzuschränken, für ihre Meinung können frei zu suchen. Die Grünen proposieren in ihrem Wahlprogramm, dass den Digital Services Act muss so komplettiert gehen, dass an allen Ländern, an den Ländern wie Luxemburg, wo die Sprache nicht so gängig sind, so in sie an Europa Moderatoren angestellt gehen, wir können die sozialen Netze überprüfen. Eigentlich ein totales Überwachungssystem, das hier proposiert wird, ein Abschnitt an Meinungsfreiheit, die wir nicht können akzeptieren. Oder noch ein anderes Beispiel aus dem Grünen Wahlprogramm. Sie wollen Reformen an der EU machen, also eigentlich strittige Reformen, an die nicht konform zu unserer Verfassung in der Chambre aufstimmen lassen, wie das vorgesehen ist für alle internationalen Verträge, mit über ein europaweites Referendum, wo eine Majorität von den Staaten, eine qualifizierte Majorität von den Staaten und eine Majorität von den Leuten, da müssten d'accord sein, das heißt, dass Vertragsänderungen von der Europäischen Union könnten über den Kap weg von Luxemburg dezidiert gehen. Eine gravierende Proposition. Und wir meinen einfach, dass auch diese Sachen mal müssten am europäischen Wahlkampf diskutiert gehen, auch von anderen Parteien, Vorschläge, auf die wir sicher noch zurückkommen, weil es geht um die Zukunft von unserem Land und der DDR als er bleibt, die einzige Partei, der Garant dafür, dass Luxemburg an Europa nicht zu kurz kommt, dass wir Europa bauen und dabei auch gleichzeitig auf unser Land mit uns gehen. Ich sage vielmals merci für die Nachhören und wünsche euch einen schönen Tag.